Ihr Schlingel, ihr habt mir ganz schön getriezt. Mach mal wieder eine Kugel, so also oldschool. Und ich bin gespannt, ob dieses Video 100.000 Aufrufe habt, wie ihr vorausgesagt habt. Ich glaube das nicht, aber soll mich ja nicht ärgern. Wir machen heute nämlich leckeres Kachelfleisch von einem Kugelgrill, so richtig so wie früher. Ah, fast wie früher. Ganz wie früher geht ja nicht, weil ich bin anders, die Kamera ist anders, meine Frau ist dieselbe, das ist sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir legen los mit einem herzlichen Willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen-Barbecue. Und so wie früher, so auch heute, wir brauchen Zutaten. Ich habe als allererstes hier Kachelfleisch. Und zwar Kachelfleisch besteht aus einem kleinen Muskel, der sitzt beim Schwein am Schlossknochen, also hinten da, wo die Hüfte ins Becken reingeht. Und da sitzen jeweils zwei kleine Stückchen Fleisch. Ich zeige euch die mal. Und zwar, die sehen so aus. So, wie so eine kleine Spinne sehen die aus. Vom Rind heißt die Spider Steak. Hier heißen die Kachelfleisch. Manchmal nennt man sie auch Deckelchen. Je nach Region. Ich habe die jetzt bestellt bei Beef Bandits. Wenn man beim Landmetzger die bekommt, ist gut, weil so ein Stück Schwein hat immer bloß zwei so Stückchen. Also da wird meistens ein bisschen gesammelt, bis mal wieder eine Ladung da ist. Wir haben die meistens immer da. Kostet nicht die Welt. Und ist so für alle Leute, die Nackensteaks lieben, die geheimere und bessere Alternative und preislich ja nicht ganz weit ab davon. Und kleine verwunschene Stücken, ne? Ja, früher habe ich mir beim Würzen immer schwer getan, die ganzen Gewürze aufzuzählen. Da habe ich mir das einfach gemacht. Ich nehme hier Steak Shake von Beef Bandits, also das ist so eine Trockenmischung, da machst du Wasser ruf, schüttelst sie durch, lässt sie ein bisschen stehen und dann hast du eine perfekte Marinade. Du kannst sie aber auch mit allen anderen Marinaden machen. Du kannst zum Beispiel irgendeinen Barbecue-Rub, den du hast, mit Wasser anmischen. Gibt auch fertige Gewürzmischung. Also da ist wirklich nach Gusto. Kannst du. Welche verwendest du? Steak Shake Curry. Ja, also du kannst jetzt jede nehmen, wo du bist. Also Kachelfleisch ist da sehr, sehr dankbar. Du kannst da bloß Zwiebeln, Salz, Pfeffer und ein bisschen Senf nehmen. Wie beim Thüringer Rostbretel, vielleicht noch ein bisschen Thymian dazu, wie du Bock hast. Ich habe noch einen kleinen Trick dabei. Ich nehme noch ein bisschen Öl. Habe die Panstufe, ein Einstichthermometer für die richtige Kerntemperatur. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Fast den Daumen eingegangen hier. Warum soll man sich das Leben schwer machen, wenn es doch einfach geht? Wir nehmen praktisch hier unsere Marinade. Kippen die über unser Fleisch und dann kneten wir das Fleisch so 5 Minuten durch, dass sich die Marinade schön mit dem Fleisch verbindet. Du kannst es über Nacht stehen lassen, aber naja, ich sag mal, eine Minute kneten, ihr kennt das, ist wie eine Stunde stehen lassen. Ich bin natürlich mit kalten Fingern immer sehr dankbar, aber ich matsche die erstmal durch. Kachelfleisch ist sehr, sehr zartes Fleisch, also da nicht wie ein Berserker ringreifen, sondern wirklich mit Gefühl. Also, du eine hübsche Frau vor dir hast, ne? Die packst du auch nicht wie wild an, außer sie mag es. Ansonsten bist du da ganz, ganz zärtlich und liebevoll. Und genauso bist du mit diesem Fleisch. So, nach dem Durchmassieren kommt ein schöner Spritzer Öl. So, und dann ziehen wir das auch nochmal durch. Wir machen erst die Marinade und dann das Öl, dass als allererstes diese wässrige Marinade ans Fleisch kommt, ne? Die zieht dann besser ein, weil die Wassermoleküle kleiner sind, als andere mit sie mitreißen. Und dann erst das Öl oben drauf. Und das Öl mache ich einfach, dass es sich beim Grillen besser grillt halt. Da wird ein bisschen knuspriger außen. Und vor allem backt es nicht so doll fest. Komm, kleiner Spritzer kann noch ran. Kostet ja nichts, ne? Und das Coole ist, das ist schon alles, was an Vorbereitung zu tun ist. Und riechen tut das, boah, Knüller. Kugelgrill, ich bin dir ja nicht mehr gewöhnt, auf so einer Arbeitshöhe zu arbeiten. Ich hatte die viel größere Erinnerung, ne? Also wir haben hier einen 57er Kugelgrill, aber das ist ja ein Kniebeißer bei mir. Also und leeren erstmal schön unsere Kohlen drin. Teile die nochmal so ein bisschen gleichmäßig. Lass uns eine Seite frei zum Nachziehen. Dann setzen wir unseren Rost hier ein. Und schließen mal ganz kurz für 3-4 Minuten den Deckel, dass der Rost so ein bisschen Temperatur ziehen kann. Klappert wie früher, wa? Und wenn ihr euch für einen leckeren Eistee ohne Zucker interessiert, seid ihr bei mir falsch, weil meine Eigenwerbung besteht immer noch aus Eigenwerbung. Hier an der Stelle heiße Kohlen, meine eigene Grillkohle. Wunderschöne Kokosbriketts, die machen richtig Druck, die habe ich jetzt hier drin. Und ja, da ist Hitze drin. Und ich würde sagen, es bleibt nur eins, nicht beim Quatschen, sondern nicht beim Grillen, dass wir jetzt unsere kleinen Kacheln hier alle auflegen. Bin ja nicht mehr vertraut mit der Größe von so einem Ding, also A von der Höhe und B von der Grillfläche. Aber ich glaube, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Hier packen wir auch noch inzwischen. Aber ich glaube,
Kilo kriegen wir hier gut unter, aber das ist ungefähr die Menge, die wir jetzt hier haben. Jetzt manchmal sind so ein bisschen zerfranste dabei. Ist halt ein handwerkliches Produkt. Und sowas wird nicht aus dem Automaten gedrückt, sondern da ist jedes Tier anders. Mal hat der Metzger einen guten Tag, mal hat er einen schlechten Tag. Und ja, den schneidet er bei jedem Schwein bloß immer raus. Ja, beziehungsweise zweimal. So. So. Die Kiste ist leer, der Grill ist voll. Die Lüfterstellung ist so volle Pulle offen und wir schließen für 2 Minuten den Deckel. Klapper, klapper. Und wenn wir schon richtig beim Klugscheißen mit Kugelgrill sind, dann macht man es so, dass man, hier ist die Glut, hier ist die Abluft, da raus, weil die Temperatur ist jetzt hier drüben, die interessiert uns nicht, weil die ist jetzt eh viel zu hoch. Und jetzt kann da, der ins Rauch hier raus, zieht da üben hoch. Und so sollte das perfekt aussehen. Und wir können ja schon mal gucken, wie das aussieht hier. Oh, ist Alarm drin. Geil, oder? Und riechen tut das wie Grillen. Liegt mir an der Seite, eine Garte schon ein bisschen durch, in der Mitte ist noch roh, das ist ein guter Moment, wo man die anfangen kann zu drehen und ha, ich finde, die geht in eine absolut richtige Richtung. Auch das ein bisschen Öl vorher ranmachen ist immer ein Tipp, dass nicht festweckt. Na? Siehst du, da fummelt man manchmal so ein bisschen an diesen Grills rum, aber kriegt das hin, ne? Also funktionieren tun die ja nach wie vor, das muss man wirklich sagen. Auch wenn sie so ein bisschen außer Mode gekommen sind, ne? Also was mir jetzt nach all den Jahren mal wieder auffällt, ist, ich hatte eine völlig falsche Vorstellung von Holzkohlegrills, obwohl wir jetzt hier die echt die Mega-Briketts drin haben, von der Hitzeentwicklung von so einem Holzkohlegrill. Ich muss sagen, es ist doch nicht besser als ein Gasgrill. Ne? Also immer wird gesagt, die haben viel mehr Bums als ein Gasgrill. Also wenn ich den Bräuli richtig vorheize, Freunde, was soll ich euch sagen? Ah! Ich würde sagen, da ist eher mehr Knaster drin als in so einer... Also in so einer Weberkugel. Nicht schlecht, würde nicht schlecht reden, aber wenn man richtig Hitze braucht, ist sowas vielleicht gar nicht so das richtig große. Aber ich habe den nächsten Grill für euch, den zeige ich euch, einen Holzkohlegrill, da kann man richtig knastern. So, ich meine, die ersten sind schon schön, die packen wir rüber. So. Warum packst du die jetzt da rüber? Weil hier drüben der kalte Bereich ist, also die indirekte Zone, da ist jetzt dieser kleine Kohlekorb drunter. Und da passiert ihm erstmal nichts, die können echt noch ein bisschen Farbe gebrauchen. So, der kann auch noch ein bisschen. Und so sortiere ich mir jetzt einfach alle, die fertig sind, ganz easy da drüben hin. Da passiert dir nichts. Und wenn du den Deckel immer regelmäßig zumachst, dann, jo, dann bleiben die da auch warm. Da hast du keinen Kummer. Und Deckel zu ist ja hier ganz easy, ziehst du rüber. Und was man hier vorne sieht, hier der Griff, der hat schon gelitten. Also auch dieser Grill ist nicht neu. Den habe ich schon viele, viele Jahre hier stehen. Ich glaube, der ist mal unter einer Feuerplatte weggeschmolzen oder so. Also, naja. Abfall ist überall. Sehen die nicht gut aus? Und meine Frau fragte, wann kommt denn ein Kerntemperaturthermometer zum Einsatz? Ja, wenn du möchtest, jederzeit. Oder dir nicht sicher bist. Aber bei so Flachgrillereien, gerade auf so einem Kugelgrill oder auf dem Gasgrill, bei diesen dicken ist es eigentlich so, wenn die außen gut aussehen, dann sind sie innen noch gut. Außer du packst da gefroren drauf, dann würde ich den auch nehmen. Ansonsten ein bisschen mit Geduld und Spucke. Da kriegt man das alt hin. Und die sortieren das hier schon mal schön runter. Einen kleinen Moment, der sieht auch gut aus. Sollte man die immer nachziehen lassen? Nö, nö. Die kannst du, also wenn die richtig angeknastert sind, wie hier drüben die, dann musst du da ja nichts machen. Dann sind die fertig mit dem Nachziehen. Diese ist ja hier nur ruhen lassen, nur zur Seite packen. Das war gleich für unsere Freunde einen schönen großen Teller von haben, dass sie alle gleichzeitig fertig sind. Die werden jetzt ideal beim Karrefleisch so 72, 73 Grad Kerntemperatur. Aber Karrefleisch ist gerade so für Anfänger ein schönes Stückchen Fleisch, weil das ist bei 65 auch schon top. Und wenn das nachher bei, sagen wir 85 ist, passiert dem auch nichts. Aber da ist so viel Fett drin, dass das richtig immer noch schmelzig ist. Es ist auch jetzt egal, wie heiß es im Grill ist, ja, die Garraumtemperatur. Ja, ja, ja. Ist klar. Also muss jetzt nicht anfangen, hier unten mit der Einstellung rumzuspielen. Einfach anmachen, starten, Freude am Grillen haben. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich sag euch, wir sind hier am Ziel. Wir können abräumen. Und abräumen, ganz ehrlich, da nimmst du bloß einen Teller mit, packst alle drauf. Wenn der Teller nicht kleiner ist als das Fleisch, dann wird auch alles gut. Und wenn du eine ruhige Hand hast, dann wird es noch besser. So. Und was normalerweise nicht passieren darf, ist, dass so weit hier so eine kleinen Stücken auf dem Grill bleiben. Wisst ihr warum? Die nascht der Koch normalerweise mit der Griller vorne weg. Aber ich will mal das Kosten für euch nicht versauen. Deshalb habe ich das heute mal ausgelassen. Wirklich eine Ausnahme.
So, hier ist noch genug Kohle drin für die nächsten Male. Ansonsten kannst du auch alle Lüfter schließen und dann erstickt die. Oder auch nicht. Keine Wirtschaft machen. Schaut euch an. Oder ein Berg voll Glück, voll schöner hier. Schöner Kachelfleisch. Stückchen. Sehr gut. Und ja, Mittelschnitt machen wir trotzdem. Stellen es mal ein bisschen so tranche runter. Ja, siehst du, so sieht es von innen aus. Also von einem klassischen Nacki ja nicht zu unterscheiden. Und ich esse es erstmal so. Ordentlich bummst du jetzt mit dem Curry. Ja, also schmeckt klassisch nach Grillparty, ne? Wie soll das anders sein? Und als wie ein Nackensteak, nur feiner, ne? Du hast nicht so, also Frau, ist was für dich, du magst ja Nackensteaks nicht sehr, nicht so. Du bist ein bisschen Nackensteak, was in die Richtung von Hühnchen geht. Ich hätte manchmal sehr Probleme, das von einem Polofino zu unterscheiden, weil das wirklich super zart ist mit der Barbecue-Soße hier. Schmeckt einfach alles besser. Ohne ist auch kein Fehler. Was ein Fehler wäre, wäre kein Daumen nach oben dazu lassen, kein wohlwollender Kommentar oder sogar kein Abo hier zu haben. Von daher bis zum nächsten Mal, Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue, macht's gut. Und ein Fehler ist auch mit vollem Mund zu reden, ich weiß es. Hab's. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.